Hallo, mein Name ist Veronika Löser und ich arbeite in der Familienbildung im Heinrich-Pech-Haus. Hoffnung und Liebe, die dritte christliche Tugend, ist der Glaube. Mein erster Impuls war der ironische Spruch: Wer es glaubt, wird selig. Und dann habe ich mal kurz überlegt, wie bringen wir denn den Kindern den Glauben näher? Wir lesen oder erzählen ihnen die Geschichten von Jesus. Und im Alltag sprechen wir über den lieben Gott. Aber als Erwachsener lernt man sehr schnell, über Religion und über Politik, darüber spricht man nicht. Und das stimmt schon. Wenn man es tut, dann mit guten Freunden und Familienmitgliedern. Also mit Menschen, denen man vertraut und in der Regel eher zurückgezogen am heimischen Küchentisch. Also Glaube ist wohl etwas sehr Persönliches, wenn man doch so selten und wenig in der Öffentlichkeit darüber redet. Und er wird auch sehr unterschiedlich praktiziert. Manche gehen regelmäßig in den Gottesdienst, sind eingebunden in eine Gemeinde. Andere machen es zu Hause. Und vielleicht begehen auch gerade in Vorbereitung auf Ostern einige in der Fastenzeit ihre Exerzitien. Aber wie man seinen Glauben lebt oder ob er vielleicht gerade nicht so präsent ist, das ändert nichts daran, ein gläubiger Mensch zu sein. Ich verstehe darunter, dass ich auf etwas vertraue, das mehr ist als das, was ich gut kenne. Also meine Gefühle, meine Erfahrung und natürlich mein Verstand. Es ist, dass ich gerne die Welt und die Menschen von Herzen sehen und mit dem Herzen verstehen möchte. Dass ich meinen Mitmenschen gegenüber versuche, immer freundlich zu sein und ihnen warmherzig zu begegnen. Zugegeben, ist nicht immer ganz einfach. Und es gelingt mir auch nicht immer. Aber in dieser Grundhaltung versuche ich doch, jeden Tag, die Jahre und mein Leben zu gestalten. Denn der Glaube, das ist das Fundament, der mich durch den Tag und durch mein Leben führt. In dem guten Wissen, dass ein liebender Gott an meiner Seite ist, zu den Hochzeiten, an den Tiefpunkten und im Alltag. Und so gesehen ist in dem Sprichwort vielleicht doch ein kleines Quäntchen Wahrheit. Wer glaubt, ist vielleicht ein bisschen selig.